Grüßt euch, Freunde. Ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag und viel Spaß bei diesem Vlog. Heute geht's zum veganen Sommerfest. Es ist einmal im Jahr, 10 Jahre Jubiläum quasi. Ich freue mich megamäßig, gerade nach meiner Zeit jetzt, wo ich sehr, sehr wenig an Veranstaltungen, Events teilnehmen konnte. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle alten Freunde, Bekannte, alle mal wiederzusehen. Natürlich was Leckeres zu essen. Bleibt schön dran. Ja, viel Spaß. Das Sommerfest findet immer in Berlin am Alex statt. Ja. Und richtig groß. Ja. Man sagt so ungefähr, wenn man den Statistiken glauben kann, dass an den drei Tagen von Freitag bis Sonntag ja so, ich glaube, zwischen 70.000 und 80.000 Besucher hingehen. Wäre natürlich jedes Jahr mehr. Gibt ja auch jeden Tag, auch grob gesagt, jedes Jahr viele, viele Veganer mehr. Oder viele Leute, die da mehr offen für sind, die sich dafür mehr interessieren. Ja, bin mir spannend. Wir machen ja Tombola. Was hast du jetzt? Ein Hund und ein Fisch, ja, ja. Die Lose. Was kostet so ein Los? 1 Euro? 1 Euro. Siehst du, ich denke, geht bestimmt an einen guten Zweck. Ja. So. Wie schmeckt? Vegan, aber gesund vegan leben kann. Also wie Doreen gerade gesagt hat, eben nicht der Pudding vegan. Ich bin hier mit Anja und Anja Fischl hat ja auch einen Vortrag auf dem veganen Sommerfest. Ich hoffe, ihr hört mich gut hier. Und ja, Anja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Also du hast auf jeden Fall eine coole Story, um ein bisschen Motivation zu geben für Leute, die sich nicht trauen, sich vegan zu ernähren, gerade im Rohkostbereich. Ja. Und ja, kannst du mal ein bisschen erzählen? Ich fand es ziemlich interessant. Hallo, ich bin Anja Püchel von Organia. Also ich
gerade organia.de. Es gibt mich dann auf der Webseite. Ich habe eine Facebook-Fanseite, die geht jetzt gerade online. Und heute hier auf dem veganen Sommerfest Berlin war ich mit meinem Vortrag Sprout Up Your Life, vitalstoffreiche Ernährung mit Sprossen und Keimlingen. Also es geht mir nicht nur darum, dass ihr euch vegan ernährt, sondern auch vegan bewusst. Also wo kommt das Essen her? Wie wird es zubereitet? Schadet es meinem Körper oder nutzt es meinem Körper? Und Sprossen und Keimlinge sind so super wichtig. Und genau, das habe ich im Vortrag vermittelt. Ich hoffe, alle Leute haben ganz viel mitgenommen. Und ich möchte noch viel mehr wissen, Welt bringen, auch weil meine Geschichte war, dass ich erst chronisch krank war und total übergewichtig und unglücklich auch im Job, und jetzt will ich halt Menschen motivieren, sich bewusster zu ernähren, für die eigene Gesundheit, für die Nachhaltigkeit, die Umwelt und Tier gehört dann natürlich mit dazu. Ja, und es wird leckere Rezepte geben, super schöne Fotos, im besten Fall mal gucken, wo es hingeht, auch Workshops oder Dinnerabende. Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir ja mal was zusammen. Auf jeden Fall. Folgt ihr gerne auf jeden Fall. Genau, organia.de. Organia. Und dann. Da ist kein Zucker drin und so? Kein Maka und so mit Kuma und sowas, alles, ne? Super lecker. Das ist ganz anders. www.vegan-emag.de klickt und dann den Code eingibt 217VFM, dann kann man sich das ganze Vegan für mich Magazin runterladen mit dem Beitrag von Robert. Ja, ich war nämlich in der letzten Ausgabe, das war im Mai, in der Zeitung drin. Das ist die neue Ausgabe. Hier auf dem Sommerfest ist der Stand von Vegan für mich. Facebook und ihre Homepage ab. Das ist ein richtig schönes Heft. Sehr günstig, super wertvolle Tipps, gerade für Einsteiger und so, haben immer tolle, inspirierende Geschichten dabei. Der hat das beste Fahrraddoping, ja? Fahrraddoping, Fahrraddoping als Riegel sogar. Ja. Hier ist als Müsli hier. Ganz hier toll, als Müsli, ja. In was nochmal? Weltranglisten-Erster? Langdistanzfahren, Ultra-Cycling. Ganz extrem, immer 150 Kilometer am Stück. Wahnsinn. Darunter lohnt sich gar nicht umzuziehen, ja. Echt, Respekt. Okay. Also Ben, ohne Witz, ziemlich geiler Riegel, kann ich mir richtig gut vorstellen, also rein jetzt geschmacklich, Konsistenz für unterwegs, der ist ja extra für Fahrradfahren, ja, gemacht, der Riegel, sehr lecker, schön süß, nicht zu süß, und wenn man die Zusammenstellung liest mit Lupine, Acai, verschiedene Beeren, Chiasamen, ja,
sehr, sehr hochwertige Eiweiße in Verbindung mit sehr super Antioxidantien. Da weiß ich auf jeden Fall, das macht satt. Ja. Und was will man mehr? Da kann man schön die nächsten 100 Kilometer Fahrrad fahren. Und ich freue mich schon mal, wenn wir zusammen fahren. Einmal lächeln, Robert. Ja. Oh, das sieht ein bisschen verfressen aus. Das sieht sehr gut aus, Robert. Das sieht richtig gut aus. Ist aber für zwei Menschen. Nur nicht, wie ich weiter essen soll, weil jetzt habe ich keine Hände. Ja, Freunde, habe mich auf jeden Fall gefreut, Robert Gladus mal wieder zu sehen. Und Kathi, ihr beiden Süßen. Checkt auf jeden Fall mal bei Robert ab. Oder der Team Robert sozusagen. APC. Austin. Austin People Family. Austin People Konferenz. Ja. Die APC 3 geht nämlich jetzt bald los. Auch mit Live-Interviews. Unter anderem mit Abschlussevent am 5. November, wo ich auch bin. Ja. Checkt wirklich mal ab. Lohnt sich echt. Sind wirklich außergewöhnliche Menschen, die viel unterstützen, die viel leisten, wie Karl S., Christian Bischoff, Laura Seiler, Nico Rittenau, auch Newcomer wie Lenny Schönbach, der total durchstartet, ja. Vieles, vieles mehr. Baha Yilmaz, ja, auch im Spirituellen, sehr stark vertreten. Ja. Zweiter Tag, Sommerfest, let's go. Die Leute von Vegan ist ungesund am Start. Und ja, Mann, ja, ich bin ganz gespannt, wie die Leute mal live sind, ne? Weil die schneiden ja mal ihre Videos so schön zurecht und so. Das war das vegane Sommerfest. Mann, ja, wie hat es dir gefallen? Der letzte Vortrag vor allem von den Leuten von Veganes in den Sumpf. Waren die süß, oder? Sie sind voll lustig auf jeden Fall. Ja, ne? Also die haben mir auch mit am besten so gefallen und die mal live. Die haben sie echt gut gemacht und das Video wird extra hochgeladen. Und hier haben wir jetzt eine kleine Spende. Bisschen was Leckeres abgegrast. Ne? Wenn ihr mal Lust habt auf Skate by Night, das findet auch öfters im Jahr statt. Da kann man mit Polizei und lauten Musikwagen mit Inline-Skatern, die man sich hier richtig kostenlos ausbauen kann, durch ganz Berlin fahren. Ziemlich coole Sache, habe ich letztes Jahr gemacht. Das war das vegane Sommerfest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal und dann, ja, danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Denn wünsche ich euch eine weitere schöne Zeit.